Wir befinden uns auf direktem Weg nach Ilulissat, als die Eisfelder wieder dichter werden. Im Zickzackkurs steuert Bo das Boot durch das unüberschaubare Labyrinth aus Eisbergen. Die Fahrt entlang der Küste wird zunehmend riskanter. Eisberge sind so hart wie ein Fels. Und selbst kleinere Eisschollen könnten für die Vega gefährlich werden. Die Stimmung an Bord ist angespannt. Die Vorstellung, in einem vergleichsweise kleinen Boot von diesen gewaltigen Eismassen eingeschlossen zu werden, macht Angst. Die Sache ist die, Strömung und Wind können das Eis zusammenschieben und einen wahnsinnigen Druck erzeugen. Das würde unser Boot mit Leichtigkeit zerquetschen. Vom Dach der Vega verschafft sich Bo einen Überblick. Hier gibt es kein Weiterkommen. Nur dichtes Eis bis zum Horizont. The thing that we talked about could happen. It happened. We can't get through the ice to Ilulissat. Es ist das passiert, was wir befürchtet haben. Wir kommen nicht weiter. Dabei sind es nach Ilulissat nur noch 5 Meilen. Aber wir schaffen es nicht. Wir müssen zurück nach Kasuenguit und entscheiden dann, was wir machen. Spend the night there, then we'll decide tomorrow what to do. Die Eisverhältnisse ändern sich nicht. Wir müssen aufgeben und fahren 80 Kilometer zurück nach Kasuenguit zur nächstgelegenen Flugpiste und starten von dort aus den zweiten Teil unseres Tauchabenteuers. Unser Ziel? Island. Geysire, heiße Quellen und Schwefeldampf. Island ist eine vulkanisch sehr aktive Zone. Für Geologen eines der interessantesten Gebiete unseres Planeten. Und einige dieser Naturphänomene befinden sich am Meeresgrund. Wir fahren zu einem weltweit einzigartigen Tauchplatz. Von Reykjavik bis an die Nordküste sind es gut 350 Kilometer. Auf dem Weg nach Akureyri treffen wir Tobias Klose. Tobias ist ein deutscher Tauchlehrer und Chef einer Tauchbasis in Reykjavik. Schon vor ein paar Jahren haben wir zusammen mit ihm die isländische Unterwasserwelt erkundet. Er hat uns kurz vor unserer Abreise am Telefon von einer sensationellen heißen Quelle am Meeresboden erzählt. Moment, das war, das waren sie doch. Ja, ganz genau. Wir haben noch ein bisschen die Kamera fertig gemacht. Wir fahren in den kleinen Hafen von Hjalteyri, eine winzige Ortschaft am Eyjafjord. Tobias hat einen Kutter organisiert. An Bord der Nils Jonsson treffen wir den Entdecker der geheimnisvollen Quelle, den Berufstaucher Erlendur Bogason. Er ist ein Freund von Tobias und erzählt uns von seinem Glückstag, der ihn in ganz Island bekannt gemacht hat. Ein deutsches Forschungsschiff, die Poseidon, hat hier an der Küste ein Geothermalgebiet mit einem U-Boot erkundet. Ich sollte für sie noch eine Probe holen. Als ich hinausfuhr, habe ich direkt an der Oberfläche sprudelndes heißes Wasser gesehen. Ich dachte, dass es die Stelle sein müsste, bin abgetaucht und habe dann diesen riesigen Unterwasserschornstein gefunden.
Der war vom Meeresboden 55 Meter hoch. Als ich das Ding entdeckt habe, war ich überwältigt von der Größe. Es war gigantisch, wie ein Riese am Meeresgrund. Was Allendeer entdeckt hat, ist ein Unterwasserschlot vulkanischen Ursprungs. Ein sogenannter Smoker, wie man ihn sonst nur in der Tiefsee findet. Eine wissenschaftliche Sensation. Gemeinsam mit Tobias tauchen wir ab und untersuchen, was sich hier am Meeresgrund aufgetürmt hat. Mehrere tausend Seelachse umkreisen den steil vom Meeresgrund emporragenden Unterwasserschornstein auf der Suche nach Nahrung. Beim Austritt des heißen Wassers haben sich im Verlauf der letzten 11.000 Jahre Mineralien abgelagert. So entstand diese gigantische Säule aus Kalkstein. Das Wasser, das überall unter hohem Druck dem Schlot entweicht, ist kochend heiß. Wer zu nah kommt, verbrüht sich schnell die Finger im eigentlich eiskalten Wasser des Nordatlantiks. Spitzensicht, ne, sobald man halt runterkommt, so für 15 Metern. Massig von diesen Seelachsen, Riesenschwärme. Ich habe halt so ein bisschen gewartet und eigentlich die ganze Zeit mehr oder so vor dem Street dann gehangen halt, ne? Und euch so zugeguckt und auf einmal kam halt dieser Schwarm so auf mich zu. So. Das war halt super geil. Echt. Der zweite Tauchgang steht an. Dieses Mal will Allendeer uns zeigen, welche Lebewesen sich an den heißen Quellen angesiedelt haben. Der Schornstein ist nicht nur eine geologische Besonderheit. Er bietet Schutz für viele Meeresbewohner. Gut getarnt zwischen den Algen liegt ein Seeskorpion auf der Lauer. Er hat es auf kleine Krebse und Fische abgesehen. Seenelken haben am Schornstein festen Halt gefunden und filtern ihre Nahrung aus dem vorbeiströmenden Wasser. Ein gestreifter Seewolf wohnt in einer der zahlreichen Höhlen und hält Ausschau nach Seeigeln und Muscheln, die er mit seinem kräftigen Gebiss mühelos aufbrechen kann. All diese Tiere haben sich an die extremen Bedingungen hervorragend angepasst. Den Wissenschaftlern gibt die geheimnisvolle heiße Quelle noch viele Rätsel auf. Gegen Ende des Tauchgangs sehen wir Allendeer Bogason ein paar Meter unter uns. Mehrere Minuten lang hält er eine Röhre aus Edelstahl über eine der Austrittsstellen und lässt sie von heißem Wasser umspülen. Zehn Minuten später. Allendeer öffnet an Deck seine geheimnisvolle Stahlröhre. Weil es an Bord des Kutters keinen Herd gibt, hat er uns am Meeresboden des Nordatlantiks ein paar Frühstückseier gekocht. Eier von Trottellungen. Er meint, wir benutzen die Eier, weil die so eine dicke Schale haben. Die anderen Eier, die würden kaputt gehen. Gekocht und abgeschreckt am Grund des Nordatlantiks. Das ist wirklich gut. Perfekt. 6 Minuten Ei. 9 Minutes. Frühstückseier vom Meeresgrund. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Unser nächstes Ziel liegt direkt auf dem Polarkreis.